Willkommen aus Amsterdam, wo wir Panasonic uns die neuen Viera Beyond Smart TVs anschauen, was natürlich heißt, dass ihr auch schon mit Modellen, die dieses Jahr auf den Markt kommen werden, zum Beispiel nicht einfach euer Fernsehen nur zu Hause genießen könnt und die Inhalte, die ihr aufgenommen habt, nur zu Hause euch anschauen könnt, sondern über die Cloud, wo natürlich die Inhalte übrigens nicht gespeichert werden, direkt auf euer Smart Device, wie zum Beispiel ein iPhone, gestreamt werden können. Nun, dabei finde ich besonders spannend, dass bei Doppeltuner-Geschichten zum Beispiel, was natürlich immer mehr der Trend ist, zu Hause zum Beispiel meine Freundin Fernsehen schauen kann, sagen wir mal ARD, wie ihr hier sehen könnt, aber ich, wenn ich unterwegs bin, sagen wir jetzt wie jetzt gerade in Amsterdam oder auch in komplett anderen Ländern der Welt, auch über mein iPad, iPhone oder andere mobile Geräte hier einfach den Stream, den ich mir aussuche, sofort, also Live-TV schauen kann, über das Internet oder natürlich aufgenommene Inhalte dann auch hier mir anschauen kann über WLAN und wir sehen können sogar über Lightning hier in dem Fall auch extern ausgeben kann an meinem, sagen wir mal, Hotelfernseher oder anderen Bereich, was normalerweise nicht möglich wäre. Also ihr könnt tatsächlich euer deutsches Fernsehen oder je nachdem, was ihr zu Hause verpasst habt, weltweit euch anschauen mit TV Anywhere in der Panasonic VR Beyond Smart Technologie hier mit verbaut. Ganz einfach, wie ihr hier nochmal sehen könnt. Das Ganze natürlich komplett kostenlos und wenn ihr natürlich Programme aufnehmen wollt, die ihr später anschauen wollt, extern, müsst ihr eine externe Festplatte oder ähnliches angeschlossen haben. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr das so geschaut habt, hier aus Amsterdam, das war TV Anywhere von Panasonic in der VR Beyond Smart TV Reihe entsprechend dann mit